Oh. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter steht's. Alles zerschossen hier. Niemand mehr da, hier alle. Alles in Flammen. Oh, da liegt jemand am Pool. Mach keine Dummheiten. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Ich sagte, runter auf den Boden! Ach so, ich sollte schießen. Ups, ich dachte, ich kann auch vorher anvisieren. Ist klar, dass ein Teamkamerad auf mich schießt, weil ich meine Waffe auf ihn richte, ne? Das ist sowas von realistisch. Vor allem die Frage ist, wenn wir uns aufteilen. Da unten haben wir uns aufgeteilt. Aber da oben geht die Party ab. Und der kommt von da oben. Heißt das, er ist mit dem Heli rübergeflogen? Mach keine Dummheit. Ich frage mich manchmal echt, wo der herkommt. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Menschen ist. 29 Uhr. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Ich... Denk daran. Tu alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten. Muss nochmal lesen. Sorry. Sorry, Teamkollege. Sorry. Sie gestehen also, dass Sie unter der Führung eines russischen Agenten Ihren befehlshabenden Offizier erschossen haben, richtig? Wenn Sie uns sonst nichts von Interesse zu erzählen haben, ist dieses Verhör hiermit beendet. Sie wurden benutzt von den Russen. Es ist Solomon. Haben Sie mir denn überhaupt nicht zugehört? Sie behaupten also, es gebe eine PLR-Bedrohung mit Solomon an der Spitze. Ja. Und weiter, dass Sie im Interesse unserer Nation handelten, als Sie einen russischen Agenten laufen ließen und Ihren eigenen Mann erschossen. Wer soll das glauben? Nichts davon ist beweisbar. Das ist doch Irrsinn. Niemand kann bezeugen, dass es eine dritte Bombe gibt. Die Bank stürzte ein. Al-Bashir ist tot, ihre Einheit ist tot, Dima ist vermutlich tot, Kafarov ist tot. 80.000 Franzosen sind ums Leben gekommen. Das alles waren Ihre Zeugen, Sergeant. Und sicher wissen wir nur, dass Sie Ihren Vorgesetzten getötet haben. Komm rein. Sie sahen, wie dieser Mann seinen Vorgesetzten erschossen hat? Lassen Sie doch endlich diesen verdammten Blödsinn, Sergeant. Hat Dima Ihnen keine Anweisung erteilt? Hat er Sie nicht überredet, Cole zu erschießen und nach Paris zu fliehen, wo er die Bombe zündete? War das etwa nicht Dima? Solomon hat die Bombe. Solomon gehört zu uns.
Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Wir schleusten ihn bei Al-Bashir ein, um an Informationen zu kommen. Verarschen Sie mich nicht! Er ist ein Mörder! Sie haben das Video doch gesehen! Wer in unserem Geschäft im Außendienst tätig ist, ist gelegentlich gezwungen, Opfer für das Wohl der Öffentlichkeit zu erbringen. Das ist doch auch Ihr Standpunkt. Herrgott, die Scheißbombe ist da draußen und Solomon auch! Sie können diese Bedrohung nicht einfach ignorieren! Vielleicht haben Sie recht, Sergeant. Vielleicht war Solomon zu nah am Feuer, aber wir haben die Lage absolut im Griff. Verlassen Sie sich drauf. Die Russen sind eindeutig eine unmittelbare Bedrohung. Ja? Was soll das heißen? Sie haben einen Zug verloren. Oh, oh. Solomon benutzt die Bilder. Er ist schon seit einigen Jahren in Übersee für uns aktiv. Er hat mich benutzt, wie er alle benutzt. Er sagte, nimm die Bombe. 80.000 Tote. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Da ist doch Platz für zwei. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Die anderen beiden. Am 14. dieses Monats. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Solomon wird zu starten. Der Fahrplan, den wir gefunden haben. Welche Uhrzeit stand da? 6:02 Uhr. Warum? Das ging ein bisschen schief, würde ich sagen. Oder husten. Also bis dann das nächste Projekt kommt, wird es, denke ich mal, ein bisschen dauern, weil ich habe in 2 Tagen ein bisschen was gemacht. Na komm. Party! Klar überlebt man das. Komm schon, komm schon! Natürlich überlebt man das so einfach, also... Spring auf den scheiß Zug, Black! Du hast nur eine Chance, los! Déjà vu! Okay, dann wollen wir da nochmal durch. Auf geht's.
allein, Mann! Wer ist bei Ihnen? Antworten zum Sieg. Das war die falsche Taste. The false test. Taste, Taste. Cool, kann ich auch drauf schießen. Cool, hier strömt aber nichts aus. Endo. Seht ihr allein, Mann? Ich bin allein. Sie sind gut, Soldat. Sogar sehr gut. Und was jetzt? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Was ist mit Ihnen? Natürlich haben die Granaten. Ja. Er bietet eine Decke raus! Da hoch! Da ist ein Ausgang! Geländer! Seid ihr! Er darf die Bombe nicht kriegen! Sagen, da hat es kurz geleckt, weil da mein Spiel gerade nicht mitkam, beziehungsweise Aufnahmeprogramm, je nachdem. Ne, Typ 88 LMG brauche ich nicht. Achtung, Auto! Frag nicht, schnell rein! Los doch, sonst entkommen Sie! Polizeifunk meldet bewaffnete Männer am Times Square. Die müssen von der PLA sein. Schnall dich an. Schnall dich an. Nein, Kollege, Schnürschuh. Blöd, wenn die Munition leer ist, ne? Ah!
Yay, survive! Strahlung ist wie das Leben. Ein einziges schädigendes Ereignis. Vielleicht habe ich noch 30 Jahre. Vielleicht sterbe ich morgen. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben. Alles über Paris. Alles über Kafarov. Und den amerikanischen Marine, der den schwierigsten Weg von allen wählte. Ich stehe zu meinen Taten. Viele Leben wurden gerettet. Ich trauere um die, die wir verloren. Ich bin mir sicher, der SWR sah das anders. Okay, das reicht. Wie mein Freund Wladimir sagen würde, Dima, du kannst nur einmal sterben. Sei dir sicher, dass es das wert ist. Ja, und damit wäre das Let's Play auch schon zu Ende. Wir haben, ich glaube, jetzt insgesamt 9 Parts für diese Kampagne gehabt. Nun ja, ich habe jetzt auch lange Folgen gemacht. Wirklich lange waren es zwischen 20 und auch mal 43 oder 44 Minuten. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Let's Play. Hier sieht man jetzt noch mal ein bisschen was. Wer das alles gecodet hat. Namen und damit ist das Let's Play zu Ende. Ja, und ich hoffe, wir werden uns dann im nächsten Let's Play wiedersehen. Und ich denke mal, dass das dann Battlefield 4 sein wird. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dann diese langen Folgen auch zu gucken. Und ja, wenn ihr Lust habt, wenn euch die Folgen gefallen hat, wenn euch meine Videos allgemein gefallen, lasst doch mal ein Abo da, falls ihr wollt, ein Like oder falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder Spiele, die ich spielen, die ich vielleicht mal spielen sollte oder Sachen, die ich ja allgemein einfach mal aufnehmen sollte oder einfach Kritik, schreibt es doch in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und werde ihn auch beantworten, wenn ich kann. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Elite.